So, ihr Nasen oder Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft 1.8 auf dem Server. Und wir gehen rein. Es ist niemand drauf, okay. Ja, es ist auch noch früh. Und, ja. Okay, es leckt nicht mal. Ich lade nämlich noch hoch nebenbei. Ist cool. Kann man richtig, sag schon, kann man hochladen, mehr hochladen. Und einfach sehr gut. So, das ist das Spiderschwein, das hat den gemacht. Slash give barrier block. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber mit dem Barrier Block kann man dann da schauen, wo die Dings sind. So, wir gehen ja wieder zum LP. So, hier habe ich übrigens Schild gemacht. Das mache ich gleich wieder. Slash XP. Was habe ich gesagt? Add 15. GIF XP Drago Basler 15. Ja, genau. Jetzt habe ich die 15 Level. Die bisschen mehr XP, die ich noch hatte. Ja, die auf die scheiße ich jetzt. So, also. Hier ist unser Equipment. Ja, mal schauen, was wir jetzt machen. Noch ein bisschen am Haus bauen wäre gut. Essen haben wir fast nichts. Wir könnten mal zur Farm gehen, aber ich habe, glaube ich, keinen Waypoint dort. Wir müssen zur Farm. Weil in der, also in der Farmwelt selber, ja, findet man halt in der Nähe nicht so viel Fleisch und viel an Tiere halten und so dürfen wir nicht, weil sonst der Server leckt. So viele Tiere in der Nähe sind, wenn jeder 20.000 Kühe hat oder so. Home, House. Ich zeige euch mal mein Haus vom Server. Ist ja noch im Bau, aber ja, da baue ich schon eigentlich jeden Tag ein bisschen dran. Ist einfach riesig und ja. Okay. Das ist mein Briefkasten. Oh, nette Warze. Aber die sind nicht fürs Let's Play. So. Und hier ist mein öffentliches Klohäuschen, was stark kontaminiert ist. Mit dem Creeperkopf drin. Ich hatte einen Zombiekopf drin. Und auch mal ein paar Spielerköpfe. Die kann man übrigens sich holen als Admin. Da wohnt Mega Coolman. Okay. Da drüben ist ein Schild. Da wohnt Nico Asakura, sein Kollege. Lava unter dem Schild. Aha. So, also. Machen wir uns das ein bisschen leichter für den Anfang. Sagen wir, keine Tiere selber züchten, halten. Eben wenn man ein bisschen abseits oder so wohnt, dann kann man schon ein bisschen mehr Tiere halten. Müssten wir eigentlich fürs Let's Play auch. Weil sonst müssen wir eben sehr lange warten, indem wir wieder killen. Ist nicht so gut. Und hier kann jeder Tiere töten, also für Fleisch oder Pflanzen, abpflanzen, abernten, einfach alles wieder nachpflanzen lassen. Also, wir müssen hier mal ein bisschen Weizen sammeln. Ich dachte schon, ich hätte... Also, das würde gar nichts runterfallen und aufheben. Aber es war nur ein bisschen verzögert. So, immer schön alles anpflanzen. Auch wenn es ein bisschen stinkt, dann habe ich weniger Arbeit zwischendurch. Weil ich leite diese Farm, also... Ich räume auf und... Jo.
Jetzt haben wir genug Weizen und können hier Tiere züchten. Einfach mal ein Tipp. Züchtet zuerst die Tiere und dann schlachtet sie. Weil dann haben andere oder ihr auch selber weniger Arbeit, weil es mehr sind. Nachzucht. Komm, geh mal hier hin. Ist keiner mehr? Okay. Ja, die Schweine brauche ich nicht. Und wenn einem Loot schwer kommt, die natürlich danach noch mehr. Ich muss kurz schauen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich lasse mal 10. 10 sollten auch drin sein ungefähr. Das Huhn kann ich noch schlachten, das ist sowieso abgehauen. Manche Tiere glitschen hier durch die Zäune, also wenn ihr einen Huhn oder ein Schwein oder so draußen seht, könnt es gerne tot töten. Und wäre auch gut, wenn ihr das tötet, damit nicht dann tausende Tiere auch draußen sind. Jetzt mache ich es zum Beispiel mal so. Schafe bräuchten wir auch mal, also Wolle vor allem. Da werde ich ein paar Wolle-Ding. Eine Schaffarm könnt ihr, in geringen Anzahl, so 5 Tieren oder so auch selber, dann haben plus noch 10 andere Tiere, also. Weil Wolle, also immer die Tiere, Schafe färben oder so, ist nicht so. Ja gut, ich nehme jetzt mal die Weißen, weil Weiß bräuchte ich eigentlich. Das ist nicht Weiß. Schoko bräuchte ich auch. Schokofarbe, kein Schwarzes. Ja, sonst sind sie schwarz, aber mit Ding will ich schwarz. So. Viele Eier könnten wir mal 2 mitnehmen. 2 Stacks. Ja, die Leder brauche ich. Hammelfleisch kann ich noch reintun. So. Gut, dann haben wir das erledigt hier. Und jetzt sorgen wir mal gleich für das Gehege der Tiere, damit ich die Schafe, die da unten sind, mal reinmachen kann. Ich muss schauen, wo die Schafe dann sind und dann machen wir dort ein Gehege. Damit wir dann an Wolle kommen. Weil wir wollen ja schon etwas Zukunftartiges machen, einfach momentan noch mit Wolle. Ob wir dann später umbauen, also auf Lehm oder auf Dinge, auf Quarz umswitchen, also das heißt einfach so machen. Müssen wir mal noch schauen. So. Gut. Ist ein bisschen leise, ich weiß jetzt nicht wieso. Ah, ich habe wahrscheinlich das für den Livestream oder so leise gemacht. Oder nach dem Livestream, als ich die Musik nicht wollte. So. Bräuchten wir noch ein paar Stöcke. Ist es so? Nein, es ist so. Genau. Was? Was war das? Ich hoffe, ich habe nichts gecheatet. Ach man, Admin ist nicht leicht. So. Und hier, das können wir braten. Das legen wir hier rein. So. Setzlinge auch. Und hier unten bei den Kürbissen, die können wir gleich mal pflücken. Das müsste hier irgendwo auf der anderen Seite. Hier. Irgendwo. Ah, da. Okay. Auf dieser Seite. Da ist zum Beispiel ein Schaf.
Aber hier gibt's keinen Platz. Ja, ich habe das Ding. Ah, ich habe hier Weizen. Dann könnte ich sie nämlich rüber. So, mit der Axt geht's schneller. Die ist sowieso bald kaputt. Kann ich eine neue kräften? Oh, die Schere. Die Schere wäre eigentlich öffentlich. So. Die dann noch zurück tun. Ja, gibt es irgendwo ein flacheres Land? Muss schauen. Es ist so unübersichtlich hier. Mal ein bisschen Gartenarbeit hier machen, also die Bäume weg und ein bisschen Garten hier anpflanzen. Eventuell werde ich hier den See wegmachen, den Tümpel, den Weiher und hier flach machen, weil ich muss schon ungefähr in der Nähe die Tiere halten. Sonst müssen die ganze Zeit dorthin. Und ja, so da weit abseits, dann werden die nicht generiert. Aber so, dass man sie nicht unbedingt gut hört. Also komm du mal hier mit, bitte. Du und der andere machen wir am besten dort oben das Gehege. Eine Kuh ist dort noch. Dort ist ein Schaf. Gut. Dann können wir sie doch hier halten. Komm bitte, komm. Muss ich dich anschieben. Nicht die diese Seite. Oh, komm. Hallo. Komm hier drauf. Gut. Komm. Komm mit. Komm, Schätzchen. Hallo. Schon das Schaf. Komm mit, komm mit. Kommt, ihr lieben Tiere. Och, Kuh, wieso bist du jetzt weit weg? Die nehme ich dann einzeln. Diese Kuh. Komm du auch mit. Wieso mögen manchmal die Tiere keinen Weizen oder ignorieren es? Komm schon. Jetzt. Minecraft muss laden. Muss die Animation laden, dass sie mitkommen. Und dann plötzlich. Wupp. Oh, ich wollte ja das Weizen. Komm mit. Komm jetzt mit. Schlaft nicht. Ich töte euch sonst und benutze Spawn-Eier. Der Let's Player, der keine Tiere züchten kann. Keine Tiere anlocken kann, weil das Spiel spinnt. Komm. Genau, ich mach das hier. Am Ding. Dann brauche ich weniger Zäune. So. Und grab mich dann rein und mache halt so eine Höhle für die Tiere. Komm. Komm. Ihr bleibt hier bitte, aber du kommst. Du kommst jetzt. Schau mich nicht so an. Um die andere Gesichter. Nö, haben wir gleich, oder? So, prima. Also eine Kuh muss ich noch holen. Die züchte ich mal. So. Kohle kann ich mal abbauen. Oh, eine Kohle. Das ist wunderbar. So, mache ich einfach hier rein. Das Ding, da kann ich sie aufbauen. Oder ich mache sie außen. So, ihr lieben Tiere. Was ich machen könnte, ist kurz scheren. Und ein Crafting Table. So, es gibt so einen Trick. Da könnt ihr hier... Aha, es geht doch nur mit zwei, okay.
richtig keine Ding. Wenn ihr hier jetzt zum Beispiel ein Ding drauf macht, können die Tiere nicht raus, aber ihr könnt drauf springen. Und wenn ihr da oben auch ein bisschen Ding macht, könnt ihr drüber. Dann müsst ihr hier das Gartentor nicht benutzen. Und ja. Kann ich das da hier vorne auch irgendwo machen? Und da drüben. Geh mal weg. Das will raus. Kann aber nicht raus. Da. So. Eine Kuh brauchen wir noch. Holen wir die noch. Die war hier irgendwo hinten. Komm, Kuh. Ja, komm mal mit. Ja, sehr gut. Aber bitte nicht tauchen. Du bist langsam im Tauchen. Weißt du das? Sehr langsam. Ah, es wird wieder dunkel. Es ist Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn, was die Tiere manchmal für eine KI haben in diesem Spiel. Ich wette, das ist wegen Java, dass das Mojang einfach nicht will, eine anständige KI zu machen oder so. Aber welches Spiel hat schon eine extrem gute KI? Ich merke es gerade bei GTA San Andreas. San Andreas jetzt schon wieder. Ja, es liegt in San Andreas. GTA 5. Die Leute, die Bewohner, die Polizei oder so, sind immer noch strunzdumm. Obwohl es schon fast ein Simulationsspiel ist, sollte doch wenigstens die KI ein bisschen simuliert werden, oder? Aber ja, KI machen ist halt schwer. Also, ich habe es mal gesehen, wie es gemacht wird. Und, das ist alles so mit roten Linien oder grünen Linien und so. Es ist halt ein Mordskrampf, wie eigentlich die gesamte Entwicklung von einem Spiel. Also mit einem guten Editor, wo alles vereinfacht ist und so weiter. Es ist eigentlich schon leichter. Also ich sage jetzt nicht leicht, aber ja, es ist mit viel Arbeit. Zum Beispiel Video bearbeiten und so ist auch ein Mords. Also Ding, wo man recht viel Ding, wenn man so richtige Spezialeffekte reinmacht und ja, richtig schneiden und so. Ich verschneide meine Videos meistens, dann mache ich momentan nicht so viel mit Schneideprogramm. Und meins ist extrem langsam. Bis das Video geladen ist, ja, vergeht schon fast eine Stunde oder so. Nein, 10 Minuten oder so ist trotzdem lang für mich, weil ich ja einfach ein bisschen vorankommen will und so weiter. So. Ich habe den ganzen Tag eben ganz viele Sachen, die ich erledigen muss. Zum Beispiel muss ich jetzt Wäsche zusammen räumen, Socken, die meine Maschine gefressen hat, meine Waschmaschine, und jetzt ist jede Socke einzeln und ich finde einfach den Rest nicht. Ja, die hat meine Waschmaschine einfach so gefressen. Und die erstmal dann zusammen Ding, da braucht man eigentlich noch recht Muskulatur, also man wird recht schnell müde, da werden die Muskeln recht beansprucht, wenn man die Socke ja so komisch zusammen Ding, also bei einer Methode, man könnte sie auch zurollen, würde leichter gehen, aber ich finde das irgendwie grässlich, wenn alles zugerollt im Kleiderschrank ist. Und ich spiele ja Fußball, trainiere viel Fußball, trainiere auch viel Fitnessstudio, Fitness, und irgendwann gehe ich dann nach Basel, dann habe ich eine bessere Internetverbindung und so, aber habe dann auch weniger Zeit, weil ich mehr machen kann, noch weniger Zeit. Ja, es ist halt nicht ganz so einfach für mich. Okay, das Fleisch haben wir immerhin. Dann nehmen wir mal das Fleisch raus. Einfach, dass wir einen Platz mehr haben. Und gehen wieder in die Farmwelt. Nein, nicht haben. Farm. So.
Was habe ich eigentlich hier drin? Eier. Aber eben, das ist nicht meins. Ah, ich habe ja ein anderes. Genau. Okay, Minen. So. Da können wir noch das Eisennetz rausnehmen. Das lasse ich mal drin. So, sogar sichert. Und wir graben nach Diamanten oder so. Viel haben wir jetzt gerade hier auch nichts zu tun. Wir müssen halt nachher nach oben. So. Skeletti kommt auch. Tot. Tot. So. Gold. Ich hätte mich ein bisschen schützen sollen, aber es ist nur 2 Schaden. Und die Fackel ist aus. Ich glaube, hier ist... Ist der Schaden auch hier aus? Komisch. Okay, dann ist der allgemein aus. Damit nicht irgendwas gegrieft wird, also das Portal vor allem kann von so einem Skelett... von einem Creeper zerstört werden. Aber wir können es auch mit Ding, mit Wellguard sichern, aber ja, wer hat schon Bock dazu, das viel zu nöten. Ein Enderman, den ich töte. Oh, eine Enderperle, sehr schön. Das Endermen sind eigentlich die einzigen Monster, die uns Schaden zufügen kann, wenn wenn wir uns konzentrieren. Also Skelette können uns auch natürlich Schaden zufügen von der Entfernung oder so. Endermen könnten porten. Aber ich meine einfach so, weil die Endermen sind recht dünn. Die trifft man nicht richtig und wenn man sie nicht trifft, kommen sie an euch ran und schlagen euch und machen noch recht Schaden ohne Rüstung. Wir müssen endlich mal eine Rüstung machen. Machen wir gleich eine Eisenrüstung. So. Mal ein bisschen wieder Kohle nehmen. Und den Novolem. Der Novolem ist da. Einer meiner größten Fans. Dankeschön dafür. Ich habe den Eimer nicht mitgenommen. Okay. Moin, moin. Die Norddeutschen mit den Moin. Oder allgemein die Deutschen. Hamburger. So, komm hoch. Ja. Hat sie überhaupt Spawner? Ich habe schon Ewigkeiten keinen Spawner mehr gefunden. Ich suche wahrscheinlich an der falschen Stelle, aber eigentlich müssten die... Also die Dinge sind ja auch an die Tempel. Ich habe einen Tempel gefunden. Das ist auf der anderen Seite des Portals, also in die andere Richtung. Aber, ja. A2 habe ich sogar gefunden. Genau. Ich weiß nicht, ob das im Livestream war. Ich glaube nicht. Nö. Muss ich danach mal. Okay, was war das? Später dann. Guck ich. So. Oh, da geht's runter. Dann gehen wir mal hoch. Oder kurz zurück. So. Nun gut. Eisenerz schmelzen, da haben wir Holzkohle. Ich mag immer am Anfang nicht so Kohle verwenden. Kohle hat einen großen Stellenwert für mich.
So. Die Share können wir noch kurz zurück machen, damit es in dieser Folge noch ist. Machen wir eine eigene Schere und jetzt Rüstung. Hose. Helm. Und Schuhe. So. Jetzt sehen wir auch aus wie ein Panzer. Gut, also die Schere, die kaputt ist, bringen wir zurück. Wir haben extra keine Farm, kein Farmportal oder so in die Nähe. Das ist einfach so, dass wir nicht zu sehr abhängig von Portalen sind, dass die Leute dann nur noch teleportieren oder so weiter. Zum Beispiel in der Airfire und in der PvP-Welt werden wir dann das Porten über Home und Spawn auch ausmachen. Dann müsst ihr nämlich zum Portal zurück. Damit einfach die Leute, die gerne dich töten wollen oder so, nicht dann plötzlich einen weggeporteten dich selbst ja, wie soll ich sagen, nicht mehr sieht. Einfach weg ist. Dass man nicht abhauen kann. Wie man das jetzt dann macht, keine Ahnung. Aber vor allem wird eine PvP-Welt wahrscheinlich entstehen, wo ihr alles abbauen könnt, aber auch selber farmen müsst. Wo ihr Burgen bauen könnt oder Geheimbasen oder sonst irgendwas. Und eben die Airfire-Welt, wo ihr nichts abmachen könnt, aber dafür eben große Kriege machen könnt. Also Realm vs. Realm ist. Was eigentlich nicht stimmt. Weil es Volk gegen Volk ist. Aber da gibt es danach Events und so. So. Unsere Schere. Hallo. Der Marco TV. Okay, dann machen wir das mal hier. Ja, nehmen wir mal auch die Grau mit. Dann haben wir ein bisschen Vorrat. So. Und ich werde sie mal ein bisschen also die ja, natürlich Weizen haben wir nirgends, müssen wir wieder. Ja. Also die Kisten hier sind zum Beispiel zum anderen Leuten einfach so ein bisschen zu vereinfachen. Wenn ihr gerade etwas nicht braucht oder so, kannst du an die Kiste tun. Oder wenn ihr so nett seid. Das. Ah ja, farmen ist ja schon genug nervig. Immer die ganze Zeit. Okay, das war ein schneller Reinkommen. Zuckerrohr. Den Zucker, also ich möchte ja Kuchen machen. Einfach, wenn wir zu wenig Fleisch haben, nur so einen Ersatz, weil das sättigt nicht so. Aber ein Kürbiskuchen ist okay. Und noch ein bisschen hier. Was ist hier los? Die mitnehmen. Schokolade, Kakao. Kakao. Haben wir keine Wölfe oder so mehr. Aber die kann ich ja sowieso nicht dorthin bringen. Ja, die könnten wir dann selber ja, also holen. Ich habe nämlich gerne Hunde und Katzen. Jo. Also, hier könnten wir noch ein paar von denen mitnehmen. Wo ist das andere? Also die Kartoffeln! Nein. Das hier, das hier. Schön, dass ihr das leistet, musste.
Dann haben wir immer gleich viel. So. Ach, Melonen. Easy. Da müssten wir stundenlang in der Farmwelt herum spazieren, bis wir Melonen finden oder eine Truhe in den Ding. So, wer hat welches Kleid? Weiß, weiß. Schoko gegen Schoko. Komm. Nein, da. Ja, okay, dann gibt es eine Schoko oder eine andere Farbe. Die anderen mache ich jetzt einfach mal Mischding. Vielleicht gibt es noch. Ja, schwarz geht, glaube ich, nicht. Wer will noch? Ihr zwei. Nein, ihr wollt nicht mehr. Also. Schere. Abschneiden. Genau. Schokowolle. Schokoschaf. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Let's Play damit angefangen hat, aber ich finde es irgendwie. Ja, hätte ich auch gesagt, weil ich Schokonah bin. Aber, jo. Für mich ist das Schokofarb. Das ist normale Schokolade. Milchschokolade. So. Dann haben wir hier alles. Nein, Home, LP. So. Ja, ist schon weit. 2000 Kilometer Richtung Westen. Da müssen wir stundenlang müssen wir laufen. So, so. Wo ist die Ding? Da, keine. Das auch rein. Und dann gehen wir runter zur Farm. So, und ja, dann wäre die erste Folge dann wieder vorbei. Also die erste Aufnahmesession. Also ja, nein, nicht Aufnahmesession. Was rede ich jetzt da? für mich einfach die erste Aufnahme heute. Voll. Nein, nicht die Schere pflanzen, bitte drauf. So, gut. Die Karotten können wir hier anpflanzen. Hä, wieso habe ich jetzt aufgespalten? Spalten sollte irgendwie nur mit Shift gehen oder so etwas. Das machen wir zu, oder? Wie zu? So zu. Das ist jetzt nicht so. Es könnte unser Abfluss sein. Aber nur innen mit einer Kläranlage. Sonst sind wir dann der Umweltschützer. Mal schauen, was er jetzt sagt. Sagt er nichts? Ich will deine Reaktion. Mal schauen, was er jetzt sagt. Eigentlich sage ich es ja nicht. Weil ich will nicht Leute, ich will nicht Leute, dann, dass sie dann im Video sagen wie Grüße oder so. Also ich finde in beiden Ländern Let's Play manchmal richtig blöd, wenn dann Leute gibt, die so Fans sind und dann sagen sie eben Grüße bitte, oder Grüße von mir oder ja, immer wieder Gruß, 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 Gruß. Oder darf ich bitte mitmachen oder so. Ja, ja. Oh. Also sag nichts, Dankeschön, du bist nett. Also nett, du bist schlau. können, Moment kurz, neue Aufnahme. So, also Dankeschön fürs Schauen dieser Folge und ja, viel Spaß noch
mit den anderen Videos oder wo ihr jetzt gerade was macht. Tschüss.